Ja, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sternenschweif. Beim letzten Mal haben wir das Fex-Rätsel in Tiefhusen gelöst und Sternenschweif natürlich nicht gefunden. Aber wir haben jetzt eine Art Imitat im Inventar, eine goldene Wurfaxt. Nun ja, ich habe jetzt off-camera hier die Waffen repariert und die Helden ein bisschen ausgeruht. Das war dann doch eher langweilig, alle 6 Stunden zum Schmied zu rennen. Das wollte ich euch nicht antun. Und ich habe das eine Schwert weggeworfen. Also irgendwie habe ich hier ungewollt dieses Schwert dupliziert gehabt. Das wir ja aus dem ersten Teil noch haben. Und das zweimal zu besitzen, das schien mir nicht richtig zu sein. Gut, wir sind damit bereit, Tiefhusen schon wieder zu verlassen. Und wollen uns jetzt mal auf die Suche nach dem Salamanderschein machen. Also den Hauptquest aufgreifen. Und dazu müssen wir in Süden marschieren, zum Finsterkamm. Ein bisschen Eilmarsch hier, ein bisschen aufs Tempo drücken. Oh. Hinter der nächsten Wegbiegung taucht plötzlich eine Ork-Patrouille auf. An Flucht ist nicht mehr zu denken. Dann auf sie mit Gebrüll. Ja, ich glaube, das können wir als Computerkampf abhandeln. Genau. Den nehmen wir mal mit zum Verscherbeln. Ihr entdeckt ein schönes Plätzchen am Flussufer und legt dort eine kleine Pause ein. Als ihr euch wieder auf den Weg macht, füllt ihr noch eure Wasserflasche. So, Rondran. Nee, das wollte ich gar nicht. So, Rondran wird nochmal seine Waffen pflegen und ich jage hier ebenfalls. Ihr steht am Ufer des Zwelt und füllt zuerst einmal eure Wasserschläuche. Eine Furt führt ans andere Ufer. Wollt ihr die Furt durchqueren? Neria kommt sicher rüber, Rondran, Chalgir, Abosch, Mirel und Xania auch. Und die nächste Gelegenheit, die Wasserflaschen zu füllen, und wir kehren hier mal in die Herberge ein. Das Essen schmeckt ein wenig. Oh Mann, hat sich da nicht eben was in deinem Teller bewegt? Dann wollen wir mal sehen. Oder hoffen, dass die Nachtruhe zumindest besser ist. So, auf Flussfahrten haben die Helden jetzt mal gerade keine Lust mehr. Nachdem es letztes Mal in einem Überfall endete. Und wir sind wieder beim Sumpf angekommen und wir betreten ihn wagemutig. Xania droht in den Fluten unterzugehen, bleibt jedoch mit großer Mühe an der Wasseroberfläche. Na, so wie. Orks, Computerkampf. Und Xania kriegt richtig einen mit. So, damit Mirel mal wieder wie gewohnt nach Xanias Wunden sehen.
und Orks und Goblins. Also ein paar weniger Kämpfe hätten dem Spiel durchaus gut getan, liebe Entwickler, aber nun denn. So, mir reicht's jetzt hier. Xania, reicht's jetzt hier. Und Transversales und raus. So. Transversales Teleport. Und wir wollen den Sumpf wirklich verlassen. So. Ja, das Reisen und die Zwischenkämpfe hätten durchaus etwas knapper ausfallen können. Auch in dem zweiten Teil, aber nun gut. So, dann machen wir nochmal in Gashok Station. Das haben wir schließlich alles etwas befriedet hier. Nochmal überschüssige Kräuter bei Galanje loswerden. Was haben wir dann? So, nochmal bei einer Krämerin vorbeischauen. War die denn gleich nochmal? Oh, ist hier noch eine Kräuterhändlerin? Ah ja, wusste ich gar nicht. Starken Zaubertrank. Dann nehmen wir nochmal einen mit. Ein Schurinknollengift und Araxgift. Ah ja, gut. Oh, kein Rabatt war falsch, das war teuer. So. Ja, ich glaube, wir müssen dann vielleicht nochmal ein, zwei Tage hier übernachten und auf den Markttag warten, weil ich gerne noch unsere Pfeilbestände auffüllen würde. Nun legen die Helden sich gleich wieder hin. Ja, so. Erstmal überschüssige Proviantpakete loswerden. Eigentlich brauchen wir das Dokument hier des Bandstrauens auch nicht mehr. Hoffe ich mal. So.
dann... Nee, hier wollen wir nichts. Oh, eine alte Frau kommt aufgeregt auf Jalgir zugelaufen. Dir droht großes Unheil, ich fühle es genau, aber ich kann dich davor beschützen. Für 10 Dukaten bekommst du ein Amulett von mir, das dich vor übler Zauberei beschützt. Wollt ihr der alten Frau ein Amulett abkaufen? Jawohl, es gelingt euch, noch die Frau auf 8 Dukaten herunterzuhandeln. Jalgir konnte vor sowas ja noch nie widerstehen. Mal sehen. Es ist, sie kann keinerlei Zauberei feststellen. Das ist ärgerlich. Dann wirft Xania das mal in einem unbeobachteten Moment weg. So. So, wir haben ja noch einige Säbel aufgegabelt. Wir brauchen noch Pfeile. Mal sehen, was haben wir noch. Mal 30 Pfeile vielleicht. Gut. So. Dann können wir Richtung Winzerkamm aufbrechen. Und Neria hat sich ein Dumpfschild zugezogen. Na toll. Das ist ärgerlich, aber da können wir jetzt erstmal keine Rücksicht drauf nehmen und wandern weiter und nochmal sehen, was wir für Dumpfschädel brauchen. Achso, das kann mit nahezu jedem Heilkraut, ja. Der Dumpfschädel ist ansteckend. Ja, dann nehmen wir mal ein Wieselkraut. Ja, ein Wieselkraut. Mal sehen, was ich bei Dumpfschädel machen kann. Zar sei Dank. So. Das Kopf ist wieder klar, das ist relativ hilfreich, wenn die Führerin wieder einsatzfähig ist. Ein jämmerliches Quietschen erweckt eure Aufmerksamkeit. Am Wegesrand hat sich ein Otter in eine Wildfalle gefangen und schaut euch aus braunen, flehenden Augen an. Sein Gewinse ist wirklich steinerweichend. Wollt ihr das Tier befreien? Oh, eine Alraune. Das ist ungewöhnlich. Ihr erreicht das an einem Steilhang gelegene Zwergenstädtchen Hilltorp. Erst auf den zweiten Blick erkennt ihr, dass im Hang Gebäude sind, denn der größte Teil der Zwergenbehausung liegt unter der Erde. Freistehende Bauten gibt es nicht. Mitten im Hang steht ein Ingrim-Tempel. Direkt daneben entdeckt ihr eine Schmiede, in der fleißig gearbeitet wird. Auf halbem Weg dorthin gibt es eine Herberge. Wollt ihr den Tempel des Zwergen- und Schmiedegottes betreten? Ja. Und Abosch wird hier mal eine Spende machen. Schließlich ist das jetzt hier ein
von 12 Dukaten. Schließlich ist das jetzt hier ein Ingrim gefälliges Stück. Die Gewalte am Opferstock bedankt sich freundlich. Das ist ja nett. Dann speichern wir einmal kurz. So, und den Schmied bei seiner Arbeit unterbrechen. Mal sehen, ob alles noch in Ordnung ist. Die Waffen und Rüstung der Helden sind allesamt in Ordnung. Das ist hervorragend. Dann können wir in die Herberge gehen. Wir bekommen nicht ein Festmahl, aber gute Hausmannskost, das ist doch angenehm. So, dann geht's weiter. Die kleinen Leute in ihrem Dorf lassen. Ihr befindet euch nun im Gebirge und es gibt einige Stellen, an denen ein unbedachter Fehltritt das Ende bedeuten kann. Wollt ihr einfach weitergehen oder euch anseilen? Wir seilen uns an. Und die Helden sind durstig. An einer besonders schmalen Stelle, wo es auch noch schwindeerregend steil zu einer Seite abfällt, steht mitten auf dem Weg ein Steinbock, der euch misstrauisch beäugt und sich weder durch Zurufen noch durch heftiges Armwedeln beeindrucken lässt. Wir versuchen ihm eins auf die Nase zu geben. Der Steinbock holt Neria mit einem Rammstoß von den Füßen und erklimmt dann den steilen Berghang. Das ist so eine blöde Begegnung. Na gut. Oh. Und Neria ist schon wieder krank. Na toll. Nehmen wir Tanile. Frostschäden. Oh. Ist etwas frischer hier im Hochgebirge. Ich glaube, Wieselkraut braucht man dafür. Nein! Das ist natürlich ärgerlich. Ja, Neria zittert am ganzen Leib. Die Frostschäden tun ihr übriges Werk. Eine Gestalt tritt aus dem Dunkel und kommt an das Lagerfeuer. Seid gegrüßet, seid ihr in Travias Namen, der Göttin des Herdfeuers und der Gastfreundschaft. Nachdem ihr die Träume aus euren Köpfen vertrieben habt, könnt ihr den späten Gast etwas in Augenschein sehen. Nehmt. Es ist offensichtlich ein Druide, der mit einer Sichel und einem kleinen Beutelchen mit Kräutern ausgestattet ist. Kann ich mich an eurem Feuer aufwärmen, fragt der Besucher, bevor ihr Zeit habt, euch ein genaues Bild von ihm zu machen. Wollt ihr ihm einen Platz anbieten? Ja, natürlich. Wenn ihr erlaubt, würde ich mit den frischen Kräutern gleich ein Süppchen kochen. Wenn ihr den Alten seinen Wunsch wollt ihr dem Alten seinen Wunsch erfüllen? Ja, na klar. Schließlich sind wir hier im Hochgebirge. Sogleich macht sich der Druide an die Arbeit und bald dampft eine warme Suppe über dem Feuer. Nehmt doch auch eine Kleinigkeit. Wollt ihr sein Angebot annehmen? Die Suppe schmeckt wirklich ausgezeichnet und bald ist der Topf leer gegessen. Der Druide macht sich wieder auf den Weg und ihr könnt weiter träumen. Nur... Nur Neria nicht. Hä? Mit brummenden Schädeln und völlig entkräftet wacht ihr auf. Ihr habt alle von eurer Reise geträumt, aber größtenteils von Wegen, die ihr gar nicht beschritten habt, von denen ihr jedoch glaubt, sie bis ins kleine Detail zu kennen. Oh. Na, danke, Herr Druide. Das ist ja ein ganz tolle. So, wir haben Finsterkoppen erreicht, aber das war ein ganz toller Besuch. Speichern erstmal. So. Neria geht's wieder besser. Und das sind hier die schwer bewaffneten, grimmig dreinschauenden Wachen an dem Portal. Mustern euch von oben bis unten. Obwohl sie euch körperlich unterlegen scheinen, lassen sie keinen Zweifel daran,
dass sie euch mit ihren Äxten ohne zu zögern aufschlitzen würden. Einer tritt euch entgegen, hebt imperativ die Hand und meint: Halt! Elfen kommen hier nicht rein! Er deutet auf Mirel und schickt euch wieder weg. Dann ziehen die Helden sich mal ein bisschen zurück. Und Mirel wird sich mal in ein Tier verwandeln. Mit Adlerwolf. Mirel nimmt für die nächsten 35 Minuten die Gestalt eines Hundes an. So. Ihr dürft passieren, aber bedenkt, ihr betretet eine dem Ingrim geweihte Stätte. Verhaltet euch deshalb so, wie es ihm gebührt, meint eine der Wachen und tritt beiseite. Natürlich werden wir uns Ingrim gefällig verhalten. Erstmal gleich den Tempel aufsuchen. Abosch wird nochmal 12 göttergefällige Karten spenden. Und wir werden mit dem geweihten Inradon Xermosch sprechen. Oh, große Leute, was außerdem wahren Glauben an den Herrn der minderen Schutzgottheiten, die ihr die anderen Elf nennen würdet, führt euch hierher. Waffen. Dazu kann ich nichts sagen. Ingrim. Lest einmal in der Mythologie der Zwerge nach, es lohnt sich. Salamanderstein. Alte Überlieferungen erzählen, dass die Elfen einmal von dem Salamandererz hierher brachten, um in unserer Binge den Salamanderstein schmieden zu lassen. Zwergenbinge. Habt ihr Kenntnis von der Zwergenbinge? Wir gehen dort nicht hinein, nicht, dass es ausdrücklich verboten wäre, aber es ist ein heiliger Ort und die Gefahr ist groß, den Gott zu erzürnen. Nun gut, hört also, einstmals unser Wohnort ist die Binge nunmehr dem Ingra heilig. Heiliger gar als so mancher Tempel. Niemand, auch von uns Zwergen nicht, soll in Versuchung geraten, die Halle des obersten und ältesten aller Götter zu entweihen, indem er sich an Ingras sagenhaften Goldschätzen vergreift. Der Frevler würde vom Berg verschlungen werden, darum ist der Schlüssel zur Türe im Besitz dieses Tempels. Nun gebt ihn uns doch. Mir scheint, ihr wollt hinein, ich kann das nicht gutheißen, aber Ingra sagt, jeder sei seines Glückes Schmied. Und wer bin ich, seine Worte in Zweifel zu ziehen? Nun denn, nehmt den Schlüssel, aber bedenkt an meine Worte. So, was wollt ihr denn noch alles wissen? Jetzt ist aber gut. Und wir haben den Schlüssel. Da ist er. Und Abosch sagt, das ist eine Zwergenangelegenheit und setzt sich mal wieder an die Spitze. Und hier ist noch ein Schmied. Aber immer noch alles in Ordnung. Das ist Arombolosch Eisenarm. Das ist doch ein netter Name für einen Zwerg. Mal sehen. Oh, hier geht's, glaube ich, jetzt in die Binge. Allerdings würde ich eigentlich ganz gerne nochmal eine Nacht schlafen. So. Ihr öffnet die Tür und seht unzählige Stufen, die in die Tiefen des Berges führen. Wollt ihr hinabsteigen? Jawohl. Und die Finsterkopf-Binge. So, hier ist das Portal. Ein leises Klicken bestätigt, dass das Schloss entriegelt ist. Gleichzeitig rastet der Schlüssel im Schloss ein und lässt sich nicht mehr bewegen. Beinahe geräuschlos gleitet der rechte Flügel nach innen auf. Dann ist erneut ein leises Klicken zu vernehmen und der Flügel bewegt sich wieder auf euch zu. Leise schließt sich der Portalflügel vor euch. Mit einem Klick verriegelt sich das Schloss und gibt den Schlüssel wieder frei. Wollen wir die Binge betreten? Ja. Wieder rastet der Schlüssel im Schloss ein und der rechte Flügel gleitet nach innen auf. Schnell schlüpft ihr durch die entstandene Lücke, als sich das Portal auch schon wieder hinter euch schließt. Scheint so zu sein, dass der Rückweg nicht so einfach wird. Dann speichern wir mal und werden die Binge im nächsten Video erkunden.